kommen zu Gesetzentwurf zum beschleunigten Ausbau von Telekommunikationsnetzen. Hierzu liegen uns drei wortgewaltige Wortmeldungen vor. Zunächst von Staatsministerin Prof. Dr. Sinemus aus dem wunderschönen Land Hessen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor etwas mehr als 2 Jahren hat die Bundesregierung ihre Gigabit-Strategie vorgelegt. Das war aus unserer Sicht ein guter Tag, denn es waren ganz konkrete Ziele und Maßnahmen enthalten. Und wenn wir jetzt 2 Jahre später darauf zurückschauen, ist davon leider wenig übrig geblieben. Denn bei der für uns ganz zentralen Frage des neuen Gesetzes, dem überragenden öffentlichen Interesse für digitale Infrastrukturen, hat die Bundesregierung zwar monatelang verhandelt, ist aber leider zu einem schlechten Formelkompromiss gekommen. Die Länder und alle Branchenverbände haben wirklich über Monate klargemacht, der Ausbau aller digitalen Infrastrukturen muss im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Und wir finden nun eine Regelung vor, die dieses überragende öffentliche Interesse auf den Mobilfunk einschränkt und den Ausbau der Glasfaser außen vor lässt. Das ist aus unserer Sicht keine Beschleunigung des Ausbaus. Denn das überragende öffentliche Interesse bedeutet nicht einen Durchmarsch in allen genehmigungsrechtlichen Fragen. Mit diesem Zugeständnis ist noch keine einzige genehmigungsrechtliche Hürde direkt abgebaut. Es ermöglicht in Abwägungsentscheidungen bei der Ermessensausübung, dem Ausbau digitaler Infrastrukturen einen Rang auf Augenhöhe mit anderen Schutzgütern beizumessen. Die Umwelt- bzw. klimaschützenden Aspekte des Glasfaserausbaus werden in dieser Abwägung geradezu ignoriert. Glasfasernetze sparen rund 65% Energie gegenüber Kupfernetzen. Und was die Bürgerinnen und Bürger von unserem Land verlangen, und das zu Recht, ist eine Gesetzgebung, die wirkt. Neben Gemeinwohlbindung bedeutet dies vor allem Nachvollziehbarkeit. Stattdessen findet sich zwar der gut gemeinte, aber ohne Mehrwert und zusätzliche länderbelastende Vorschlag der Bundesregierung für eine teure Evaluierung der Wirkungen des überragenden öffentlichen Interesses. Meine Damen und Herren, Hessen und Rheinland-Pfalz, meine Nachrednerin wird dies sicherlich auch bestätigen können, haben mit dem Breitbandportal eine vollständige digitale Antragstellung für die Glasfaserverlegung entwickelt. Von Antrag bis zur Genehmigung verläuft der gesamte Prozess digital und damit deutlich schneller. Und um das mal in Zahlen zu greifen, wir sparen pro Antrag mehr als 2 Monate und, wie Sie sich denken können, Kilometer an Papier. Das sind Beispiele, die den Ausbau konkret beschleunigen. Wir brauchen Geschwindigkeit statt Gemächlichkeit. Wir brauchen schnelle Verfahren statt teure Evaluationen. Es braucht gerade im Hinblick auf zukunftsfeste digitale Infrastrukturen Gesetzgebung, die wirkt. Der vorgelegte Gesetzentwurf zum TK Nabeck ist eine Misstrauenserklärung an die Länder, statt ein gutes Miteinander zu ermöglichen. So soll der Bundesrat künftig nicht mehr an der Verordnung für einheitliche Datenlieferungs- und Nutzungsbestimmungen beteiligt werden. Das wäre nichts anderes als die völlige Ignoranz der Länderinteressen. Länder und Kommunen werden schlicht hängen gelassen. Ergreifen wir, meine Damen und Herren, heute mit Blick auf das TG Nabeck und den Glasfaserausbau die Chance für eine effektive Gesetzgebung und bekennen uns zum Ausbau als im überragenden öffentlichen Interesse liegend. Das werden uns die Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft unseres Landes danken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Sinemus. Jetzt hat das Wort Frau Staatsministerin Schall aus Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Rheinland-Pfalz begrüßt den Gesetzesentwurf und wir sehen ihn als wichtigen und notwendigen Beitrag zur Beschleunigung und Erleichterung des Ausbaus der Infrastruktur im Digitalen in Deutschland. Wir sehen in den Regulierungszielen des Gesetzes, insbesondere mit dem Blick auf die Beschleunigung, deutlich positive Wirkungen.
Wir sehen es als positiv an, dass das Gigabit-Grundbuch zur zentralen Datendrehscheibe für alle relevanten Informationen ausgebaut werden soll. Denn nur wenn alle schnell und verlässlich an die Daten kommen und sie nutzen können, können wir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben machen, die wir benötigen, um den Ausbau zielgerichtet voranzubringen. Das geht nur, wenn die Länder und die Kommunen Zugang haben zu den sie betreffenden Daten. Nur dann können wir sinnvoll und trennscharf die geförderten und den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Festnetzbereich planen. Nur dann können Länder und Kommunen bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen beim Mobilfunkausbau einbringen. Deshalb kann auch die Rechtsverordnung, die Datenübertragungspflichten, Zugänge und Verarbeitungsrechte im Einzelnen regeln soll, nicht ohne die Zustimmung der Länder im Bundesrat beschlossen werden. Die Länder wie Rheinland-Pfalz haben nicht mehr zu diesem Punkt notwendige Änderungsanträge eingebracht. Wir haben eine Vielzahl der Anträge und daraus wird deutlich, wie stark die Länder auch jetzt schon daran mitwirken, wie die Telekommunikationsregulierung in Deutschland den konkreten Ausbau voranbringt. Schließlich müssen wir auch dafür sorgen, dass im Mobilfunk ein Konzept auch vorgelegt, wie die verbleibenden weißen Flecken geschlossen werden können. Wir brauchen weitere Förderprogramme nach den auslaufenden. Wir haben ambitionierte Versorgungsauflagen und wir müssen die innovativen Ansätze der Förderung weiter in eine Rolle bringen. Dazu haben wir einen Vorschlag eingebracht. Auch die Perspektive der Migration von Kupfer zu Glasfaser muss weiter Berücksichtigung finden. Wir brauchen faire Bedingungen, die wir mit initiieren können. Das TK-NABIC ist ein wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg zu einem zügigeren Ausbau in den digitalen Infrastrukturen. Das Gesetz adressiert viele wichtige und richtige Weichenstellungen, um den Ausbau zu beschleunigen und die Anschlusszahlen zu erhöhen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass in der Branche eine gewisse Zurückhaltung auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger zunimmt. Das hat mehrere Gründe. Neben der Überzeugung der Menschen von der Zukunftsfähigkeit der neuen Anschlüsse spielt auch hinein, dass mancherorts die Qualität der Unternehmen nicht überall gleich ist. Wir erhalten Rückmeldungen Land auf Land ab, wonach Baustellen nicht ordentlich und sicher abgestellt werden, wonach Gräben und Einfahrten ohne Hinweis für die Bewohner ausgehoben werden und nur notdürftig verfüllt werden. Die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen werden kritisiert. Mal fehlen Container, mal wird die Arbeitszeit offensichtlich nicht eingehalten und im Sommer schwitzen die Arbeitenden auf dem Trockenen. Wir sind als Land Rheinland-Pfalz im engen Austausch mit der Gewerbeaufsicht und gehen den Fällen nach, denn wir können nicht wegsehen, wenn uns Gesetze zum Arbeitsschutz nicht eingehalten werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, es geht nicht darum, die Braubranche und den Tiefbau unter Generalverdacht zu stellen. Aber das Image dieser Branche und insbesondere die konkreten Baubemühungen sind wichtig für die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für das Thema Ausbau. Es ist unsere Verantwortung. Das Recht auf sichere, gesunde und angemessene Arbeitsbedingungen ist ein Menschenrecht, das wir durchführen müssen. Wir können über eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes Kommunen eine größere Handhabe zum Anschluss und zuverlässiger Bauunternehmen geben. Damit können wir den Arbeitsschutz im Tiefbau sichern. Das ist mir als Arbeits- und Digitalisierungsministerin von großer Wichtigkeit. So notwendig unser Ausbau ist, so wichtig ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. Hierbei darf ich auch auf die Beschlüsse der Digitalministerkonferenz sowie der Arbeits- und Sozialministerkonferenz verweisen. Und ich bin froh, dass der TK-NABIC die richtigen Weichen hierzu stellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Schall. Für die Bundesregierung spricht nun parlamentarische Staatssekretärin Frau Kluckert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit dem TK-NABIC hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den dringenden benötigten Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland vorantreibt. Und so einig wir alle uns im Ziel sind, so schwierig wird es manchmal, wenn es dann ins Konkrete geht. Und nicht ohne Grund, sage ich mal, haben wir zu den Schwerpunkten, aber auch zu den Details dieses Gesetzes sehr lange intensiv diskutiert. Dazu gehört natürlich ganz zuvorderst das überragend öffentliche Interesse beim Ausbau der digitalen Infrastruktur. Andere Themen, wie ich sage mal Doppelausbau oder auch die Kupferglasmigration, haben wir bewusst ausgeklammert, damit wir dieses Gesetz dann auch beschließen können. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Gesetzesvorschlag ein wirklich gutes Ergebnis haben, insbesondere selbstverständlich den ganzen Ausbau rund um den Mobilfunk wirklich schnell vorantreiben wird. Jetzt wird der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren diskutiert.
Und wenn man sich die Komplexität der Anträge anschaut, die auch hier im Bundesrat in den Ausschüssen diskutiert, beschlossen worden sind, dann sieht man eben auch, dass das Ganze ja auch komplex ist, beziehungsweise auch teilweise kontrovers. Uns liegen hier zahlreiche Anträge vor, die teils grundlegend, aber teils auch nuanciert in den Gesetzentwurf eingreifen wollen. Und ich möchte ganz herzlich vor dem Hintergrund dieses komplexen Gesetzes dafür werben, dass wir insbesondere beim überragend öffentlichen Interesse dem Vorschlag, den wir vorgelegt haben, zugestimmt wird. Ich befürchte sonst, dass wir bereits geführte Diskussionen in allen Nuancen noch einmal wiederholen. Uns ist es aber wichtig, dass wir vorankommen in unserem Land, und deswegen müssen wir auch vorankommen bei diesem Gesetzentwurf. Das würde nämlich den so dringend benötigten Vorankommen entgegenstehen. Manchmal ist, so finde ich zumindest, 80% haben besser als 100% zu wollen. Das heißt gar nicht, dass weitere Anpassungen nicht schon auch in Planung sind oder in weite Fernung rücken. Ich möchte auf den Gigabit-Infrastrukturakt, den wir auf der EU-Ebene sehen, ansprechen. Ich möchte aber auch auf andere Anpassungen hinweisen, die schon bald auch durchzuführen sind. Unbestritten wichtige Themen können wir auch hier lösen und werden auch noch in Zukunft diskutiert worden. Ich bitte daher ganz herzlich um die Unterstützung bei diesem Gesetzentwurf und dann auch in der weiteren Gesetzgebung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Parlamentarische Staatssekretärin. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen sowie ein Antrag des Landes Schleswig-Holstein vor. Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf, zunächst Ziffer 1. Das ist eine Minderheit. Dann bitte Ziffer 2. Das ist eine Minderheit. Dann bitte Ziffer 3. Das ist eine Minderheit. Dann kommen wir zu Ziffer 5. Ja, Entschuldigung. Moment. Kommen wir nochmal zu Ziffer 2. Also. Aha, okay. Ich muss mich ein Stück weit revidieren. Ich komme noch mal zu Ziffer 3. Zum Landesantrag. Alles klar, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Wir fahren fort mit dem Landesantrag, den ich ja vorhin erwähnt habe. Wer ist für den Landesantrag? Das ist eine Mehrheit. Damit entfallen nun die Ziffern 3 bis 6. Und jetzt gehen wir fort mit Ziffer 7. Das ist eine Mehrheit. Dann mit Ziffer 15. Das ist eine Minderheit. Dann bitte Ziffer 22. Das ist eine Mehrheit. Dann bitte Ziffer 24. Das ist eine Mehrheit, Ziffer 25, eine Mehrheit, Ziffer 26, das ist eine Minderheit, Ziffer 26, Minderheit. Ziffer 27 ist eine Mehrheit, damit entfällt Ziffer 28 und ich rufe auf Ziffer 30. Eine Mehrheit, Ziffer 33, eine Mehrheit, Ziffer 34, eine Mehrheit, Ziffer 35, eine Mehrheit, Ziffer 36, eine Mehrheit, Ziffer 38, eine Minderheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern. Das ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat dem Gesetzentwurf entsprechend Stellung genommen. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 55. Hier liegt uns die Wortmeldung vor von Herrn Minister Krischer aus Nordrhein-Westfalen.